Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial vom Studio Windtor. Ich bin der Kumpel und heute machen wir ein kleines Basic-Tutorial inklusive Inneneinrichtung. Da seht ihr da hinten schon so ein bisschen was. Den Rest seht ihr dann im Video und habt ihr, glaube ich, auch schon im Vorspann gesehen. Und was wir bauen, ist hier dieses kleine, süße Holzhaus mit einem, jetzt kommt das Besondere, mit einem, ja, yeah, Matrix, mit einem kleinen grünen Grasdach. Und wie du dieses Häuschen bauen kannst, das siehst du jetzt. So, dann legen wir mal los. Das meiste, was wir brauchen sollten, müsste ich im Inventar haben. Und wir schauen uns mal an, wo wir am besten diese kleine Hütte platzieren. Ihr wisst es schon, ich weiß es noch nicht. Huch! Und wir werden die auf Baumstämme legen. Und ich denke mir, wir kommen mit einer relativ kleinen Hütte ganz gut hin. Aber ich hätte gern innen eine 5er Breite. Wir müssen uns das mal anschauen, wie das so funktioniert. Ja, wie gesagt, ihr wisst es schon, ich weiß es noch nicht. Da seid ihr mir eindeutig voraus in diesem Falle. Und ich bin mir nicht sicher, ob wir mit der 5er Breite wirklich so gut fahren für innen. Müssen wir mal gucken, ob das so funktioniert, wie ich mir das denke. Jetzt weiß ich nicht genau. Ich denke, ich lege hier erstmal mir die Stämme in die Erde rein und dann gucke ich mal, ob ich die vielleicht gerade noch wegkrabbel. Müssen wir mal entscheiden dann. Lass mich mal gucken. Wenn wir hier zwei weggehen, dann hier, dann kann der Stamm da hinten liegen. Und das reicht dann aber auch schon für unser kleines Holzhaus, was wir in diesem Falle ja bauen werden. Und dann kommt er hier noch ein bisschen weg. Das kann auch noch weg. Und dann schneiden wir hier gerade mal einmal so die Fläche da zurück. So, denke ich, kann man das erstmal anbieten. So, der erste Schritt ist natürlich jetzt in dem Fall auch, wir ziehen uns einen Boden rein. Unten drunter könnten wir jetzt einen Laubboden legen. Das würde ich auch unter Normalbedingungen auf alle Fälle bevorzugen. Also sprich, ihr schnappt euch, den brauchen wir, glaube ich, gar nicht, den Stein. So, ich gehe da nochmal gerade weg. Entschuldigung. Das passiert. So, wir sind ja immerhin sozusagen live. Es ist ja nicht vorher aufgezeichnet in dem Sinne. Was vorher aufgezeichnet ist, ach nee, hinterher aufgezeichnet ist, ist, oh guck mal, hier ist ein Steinboden runter, wie komisch. Ach nein, doch nicht durchgängig. Ich dachte schon, das ist aber merkwürdig. Wir gehen mal davon aus, dass sich hier der ganze Dreck so richtig angesammelt hat. Das können wir dann gleich noch ein bisschen weiter ausbreiten eventuell, weil ich gerade eben schon gesehen habe, dass hier natürlich auch das Laub immer hingeweht wird, genauso hier und da hinten die Ecke auch. Gut, jetzt ziehen wir uns hier erstmal den Grundboden rein. Das ist jetzt für mich auch ein Abenteuer, weil ich auch so eine Holzfällerhütte noch nie gebaut habe. Und ob die gut aussieht, die wisst ihr besser als ich, weil ihr ja das Intro kennt, also die Anmoderation vor der Holzhütte. Ich kenne sie nicht, also weiß ich nicht, was ich hier baue und ihr wisst es. Und das ist eigentlich auch schon ziemlich faszinierend. So, und jetzt brauchen wir natürlich die Stämme selbst, weil wir bauen ja jetzt diese Hütte tatsächlich aus Baumstämmen. Und ich würde die mal bis hierhin ziehen. Und ich ziehe sie jetzt erstmal hier durch. Ich mache da gleich eine Tür rein. Und dann ziehen wir sie hier lang. Und natürlich wird so eine Holzfällerhütte, müssen wir gucken, wie wir das dann darstellen. Das wisst ihr auch wiederum. Ich weiß es nicht. So, ich denke, trotz allem, auch wenn das hier dann... Ich hätte sie, glaube ich, gerne noch eins länger. Das ist sonst zu kurz. Ich ziehe auch hier wieder den Stamm in die Erde. Und dann machen wir das gerade hier auch noch schnell hin. So. Ich fülle das mal auf. Ich weiß nicht wofür, aber im Moment sieht man es erstmal gar nicht. Aber für den Fall der Fälle, dass ich hier das Gelände noch umarbeite, ist es gut, wenn da der Dreck schon drunter liegt. Ist ja nicht so falsch. So. Und wir ziehen uns hier eine kleine Reihe noch hin. Das ist jetzt natürlich prädestiniert zum Gammeln. Und dann gehe ich bis da. Und dann endet das auch hier mit so einem Überstand. So, jetzt brauchen wir ja die zweite Reihe Holz. Die Löcher bauen wir dann einfach rein. Und die lassen wir so mal überstehen. Ich muss es ausprobieren. Ihr werdet gleich sehen, wie ich es am Ende gemacht habe. So, das geht jetzt bis hierhin. Ich ziehe mir hier den Stamm rüber. Und ich sehe schon, dass das so nicht sehr gut funktioniert. Das heißt, wir müssen tatsächlich dann, wenn wir das so machen wollen, so arbeiten. Als andere sieht, schied aus. Und tatsächlich brauchen wir hier dieses Ding gar nicht so unbedingt. Beziehungsweise tauschen wir hier den Stamm einfach durch eine Steinreihe aus. Weil dann haben wir da auch weniger Probleme mit Gegammel. Und wenn wir hier diese Holzreihe auch noch durch Stein austauschen, ich spinne jetzt einfach, ne? Das ist so, dass das
dann haben wir hier die Möglichkeit, auch gleich so irgendwie einen Ofen oder so in den hinteren Teil der Hütte zu stellen. So, das machen wir auch noch so. So, da kommt dann der Ofen hin. Das ist jetzt sehr holzlastig, ist mir bewusst. Ich bin gespannt, ob das überhaupt funktioniert. Ich kann es dir nicht sagen, ehrlich gesagt, weil du bei einem Experiment dabei bist. Wie so oft, weil ich eben sowas so ein bisschen im Kopf habe und dann probiere ich es aus. Und ich mache sowas halt wirklich gerne onscreen, wenn ich sowas ausprobiere, weil ich finde, das ist interessanter für dich. Und man muss sich ja so vorstellen, dass hier so die Stämme so ausgeschnitten sind. Ne? Ihr kennt das vielleicht, ihr habt vielleicht schon mal so eine Holzfällerhütte gesehen. Und dann sind die so halb ausgehöhlt, sodass die ineinander sich, wie nenne ich das, verzahnen. Das können wir natürlich in Minecraft nicht machen. So und so, und da habe ich auch noch eins vergessen, das wird ja wieder saueng mit den Bäumen. So, jetzt haben wir hier schon mal, wenn wir hier eine Tür reinmachen, ist das schon mal gut. Ne, ein Fensterchen geht theoretisch auch, ne, aber ich denke, wir machen tatsächlich die Tür sogar da drüben hin und das Fenster da. Ja, das sieht sehr holzhüttig aus. Und ich glaube, wir haben auch schon die Höhe erreicht, die wir eigentlich haben wollen. Wenn ich mir das jetzt weiter vorstelle, dann ziehen wir hier noch einen Stamm, so. Ich bin jetzt am absoluten Versuchsmodus. Das ist für mich eine Premiere. Ein allererster Dry. Und zwar mit verschiedenen Wagnissen. Die wirst du alle gleich... Ah, da hast du es ja schon gesehen. Wie doof. Oh, dieses gespoilert werden. Ne? Du weißt alles, ich weiß nichts. Der arme Kumpel. Muss ich ehrlich mal sagen, ich bin ein armes Schwein. Ich weiß nämlich nicht, was ich hier tue, im Gegensatz zu dir. So, ich mach's jetzt mal so gerade. Ich muss es mir gleich auch erstmal angucken. Wie gesagt, das ist meine erste Blockhütte. Habe ich dann eine Blockhütte, wäre auch mal ganz geil. So, und jetzt kommen wir zu diesem Teil des Spaßes. Und zwar, wir machen jetzt erstmal hier das so. Ich weiß genau, dass dieses helle Holz nichts ist. Das weißt du auch schon. Aber ich wusste es noch nicht. Na, weil du kennst ja, du weißt ja, was der Zukunftskumpel schon weiß und ja, ich weiß es nicht und deshalb müssen wir jetzt hier gerade mal das Holz ändern. So. Ihr wisst ja schon viel mehr als ich. Jetzt ist die Frage, wie machen wir das hier? Ich denke, wir machen hier die Reihe bis da oben hin. Das sieht eher alles ein bisschen schräg aus und jetzt gucken wir mal gerade. Ich will was probieren. Das kam mir gerade so. Du weißt, ob ich es gemacht habe. Ich weiß es nicht. Ist schon irgendwie geil. So, wenn man das hier jetzt so reinsetzt. Ich weiß nicht, oder? Du weißt, was ich damit angestellt habe. Ich weiß es nicht. Wir lassen da oben den mal. Und tatsächlich, denke ich, machen wir hier. Warte mal. Ich probiere das gerade mal testweise. Mhm. Das sieht schräg aus. Sieht wahrscheinlich auch mit dem anderen schräg aus. Aber es ist ja auch die erste Blockhütte, die ich je baue. Und deshalb hole ich mir jetzt hier einen Vollblock. Setze den Vollblock dahin. Und wahrscheinlich nähern wir uns der Lösung, die du aus dem Intro kennst. So. Das mache ich mal so. Und das finde ich jetzt schon sehr viel holzhüttiger. Mal gucken, ob wir da noch irgendwie hier so eine kleine Reihe reinziehen. Ob das funktioniert. Ich glaube erstmal nicht. Man sollte vielleicht diese Hütte tatsächlich so einfach lassen, wie sie eigentlich geplant ist. Das ist der springende Punkt und das Dach wird ja sowieso eine ganz spannende Geschichte. So, na gut. Na gut, du hast mich überzeugt, ich mache es so. Seeing what you're doing? No, I don't seeing it. Natürlich heißt es seeing. Und nein, ich sehe nicht, was ich tue. Tatsächlich nicht. So. Dann machen wir hier wieder den Vollblock hin. Nicht zu verwechseln mit dem Vollhorst. Der ist jemand anderes. So, und dann hier nochmal. Und wie haben wir das denn da drüben mit dem Abschluss gemacht? Wir hatten gesagt, der tragt hier so der Stamm raus. Und das ist auch gar nicht so schlecht. Den gönnen wir uns dann einfach, den ziehen wir einfach durch. Dann haben wir den auch direkt drin. Wobei es sein kann, dass ich den gleich nochmal rausrube. So, und jetzt kommt halt das Besondere an diesem Dach. Ich muss mal gerade gucken. So funktioniert es ja nicht. Also, machen wir das anders. Wir ziehen dann hier nochmal einen weiteren Stamm rein. Ich bin jetzt am Überlegen. Irgendwas mache ich mir gerade hier schwerer, als es ist.
So, jetzt kommt hier unser Dach drauf. Und da sehe ich auch schon, was ich mir schwerer mache, als es eigentlich ist. Und auch das hier sehe ich noch, als muss auch noch hin. Es wird nämlich nur das ist ein schönes zubewachsenes Dach wird das. Ich bin gespannt, wie ihr das mögt. Wenn das fertig ist. Ich habe mir das nämlich echt überlegt und saß da und habe rumprobiert und habe es dann auch vergeigt, weil ich habe das Dach vor einigen Wochen entwickelt und habe dann es einfach nicht geschafft, ein Tutorial zu machen. Übrigens also bin ich mit anderen Tutorials irgendwie unterwegs gewesen und hatte das die ganze Zeit so im Kopf, aber du siehst, im Kopf haben ist manchmal nicht genug. So, hier kam noch ein Stamm hin, das war drüben jedenfalls so. Und wir brauchen ja hier jetzt noch den Abschluss. Und den Abschluss, den machen wir jetzt anders, als wir das hier jetzt ursprünglich gedacht haben. Und vielleicht wird es auch gut, das wird sich zeigen. Wir können uns hier den Stamm noch einmal rausholen. Und dann, und dann, und dann, und dann brauche ich nochmal hier meine Reihe. Und die ziehen wir jetzt hier so rüber. So. Und so nähern wir uns langsam unserem grasigen Grasdach an. Was ja an für sich ein sehr schwieriges Dach ist. Es ist halt, ups. Es ist schwierig, weil es eben mit den Vollblöcken arbeiten muss. Aber ich dachte mir, das ist ein schönes Experiment und es gibt Ideen. Also selbst wenn dir diese Hütte jetzt am Ende nicht gefällt, das kann passieren. Das Risiko ist tatsächlich gegeben, dass das nicht gefällt. Ich mag zum Beispiel das mit, sobald das da ein Block mehr ist, mag ich das nicht mehr. Tatsächlich. Kann ich nicht sagen, warum, ist aber so. Und ich mache mal hier so Experimente. Und bin gerade noch nicht glücklich. Ja, das ist ja auch immer eine Geschichte. Das soll ja hier, diese Videos sollen ja nicht nur eine 1:1 Bauvorlage geben, sondern sie sollen ja auch Ideen geben. Und das ist halt ganz, ganz wichtig. Dass du Ideen daraus holst. Und das hier ist so noch sehr unelegant, aber wir haben ja noch die Möglichkeit, die Ecken wieder wegzumachen jetzt. Und dann haben wir hier noch so einen Absatz drin, da wird es schon gleich ein bisschen besser. Denn Minecraft bauen einfach geht ja nie, wenn man, vor allem nicht, wenn man Neues probiert. Ich weiß, die Bäume sind unglücklich, aber darum geht es ja nicht. So, und dann haben wir hier schon eine ganz coole Holzhütte soweit. Wir brauchen ja noch hier Fenster. Das Bodenniveau ist da. Und jetzt haben wir hier aber sehr viel Holz oben über dem Fenster drüber. Naja. Müssen wir mal schauen. Ich mach das Fenster mal da an. Nee, das ist doof. Ich mach das Fenster doch da an. So. Und vielleicht sogar zwei hoch. Dann ist das hier so. Vielleicht ist das besser. Das können wir hier auch mal probieren. Ja, warum denn nicht? Warum denn nicht? Dann machen wir hier noch ein Fenster, denn die Rückwand bleibt geschlossen. Gut, jetzt haben wir hier die Fenster. Was machen wir denn hier unten mit diesen Stämmen, die da so überstehen hier an der Stelle? Machen wir da die komplette Reihe? Ist das gut? Oder ist es nicht gut? Ich schätze, das ist eine Notwendigkeit, oder? Wir können auch wahrscheinlich nicht damit arbeiten, dass wir hier dies so machen, ne? Das wird wahrscheinlich auch nicht funktionieren. Das sieht ganz schrecklich aus. Und wir können das leider auch nicht so abwechselnd mal machen, mal nicht, weil das sieht auch ganz schrecklich aus, wie du siehst. Also, das ist, das geht nicht. Das mag irgendwie eine Spur Realismus innewohnen, aber ich denke, so geht das schon am besten. Und vielleicht ist das sogar noch eleganter, wenn man dann den vordersten Stamm, der ist größer, weißt du? Und, oh nee, jetzt brauche ich mir hier, die Portion brauche ich nicht mehr. So, brauche ich das hier nochmal und dann machen wir das hier so. Und dann können wir ins hier, wir machen einfach den Eingang tatsächlich auch hier so hin. Und dann können wir auch tatsächlich hier unser Zäunlein ziehen. Warum nicht eine 1 breit? Reicht doch. Haben wir jetzt schon mal die Veranda. So. Und wir haben ein Grasdach. Was ich auch sehr toll finde. Und tatsächlich finde ich das toll. Also ich finde, es sieht auch eigentlich ziemlich gut aus. Wir holen uns jetzt einfache Scheiben. Die machen ja auch nochmal viel Unterschied. Ich schätze, das ist der Moment, wo ich das Video heller drehen sollte.
So, dann brauchen wir auf alle Fälle eine Tür. So. Und wir brauchen hier oben ein... Ja, wie soll ich sagen? Natürlich brauchen wir ein Holzgerüst da drin. Die Frage ist, wie machen wir es günstig? Günstig, günstig, günstig. Wir müssten eigentlich von der Aufteilung her, damit die gut ist, immer über die Fenster gehen, was ich jetzt nicht so mag für Stämme, aber ich mag halt die Fenster an der anderen Seite auch nicht. Das ist halt ein Teufelskreis. So. Wir haben also jetzt hier schon mal so ein Gerippe noch drin. Und jetzt habe ich natürlich hier die... jetzt nehme ich aber auch helles Holz. Das wird ja noch dunkler sonst hier. Ich muss das Video aufhellen. Ich muss das Video... Ich habe ja schon... Also nicht das Video aufgehellt, aber ich habe ja schon hier das Ding in der Hand. Ich ziehe das hier gerade mal. Ich mache das jetzt mal massiv. Dann haben wir nämlich das Erdproblem gar nicht mehr. So. Ich mache das gerade sehr talentiert. Ich weiß. Wenn er eins kann, ist es komisch fliegen. Der Herr Winter-Kumpel. So, hoch mit dir! Hallo! Naja, das können wir komisch fliegen. Kriegen wir alle hin bei den Winters. So. Na, so, jetzt frage ich mich, ob wir hier so eine Leiste hinmachen oder wir setzen hier einfach mal so eine kleine Geschichte noch rein in dieses schöne Holzhäuschen. Hinten fehlt uns jetzt noch irgendwie so ein bisschen der Kamin, ne? Den gönnen wir uns aber auch noch, sage ich dir. Das heißt, ich muss hier wieder durch. So. Und habe dann auch direkt schon das Problem, wie mache ich das mit dem Dingenskirchens. Und hier, tatsächlich, das kennt man auch von Holzhäusern sehr gerne mal, brauchen wir ja natürlich ein Dings. Das brauchen wir hier natürlich auf eine gewisse Art und Weise auch. Das heißt, hier kommt der Stamm wieder weg. Ich mache, glaube ich, kein echtes Feuer rein. Das muss ich dazu sagen. Feuerfest baue ich es jetzt nicht. Damit tun wir uns, glaube ich, am Ende keinen Gefallen. So. 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 Gucke ich mir gleich an, was das da macht. So. Kommt dann hier schon mal so ein bisschen der Kamin raus. Und den will ich auch nicht so wahnsinnig dick haben, ehrlich gesagt. Da er nicht funktional ist, haben wir ihn uns eigentlich eh viel zu groß gemacht. So könnte er funktional werden, sage ich mal. Ne? Das wäre schon möglich. Mal gucken, wie das so aussieht auf die Art. Also es wäre die Variante mit einem wirklich funktionierenden Kamin, wo du die Wärme auch ableiten kannst. Die Frage ist halt, was dir abfackelt und was nicht. Aber ich habe mir das anders überlegt. Wie so oft. Ihr kennt mich ja. Das wäre der funktionale Kamin gewesen. Und jetzt machen wir den unfunktionalen Kamin. Warte mal, komm her. Komm du auch her. So. Und jetzt hätte ich gern das hier noch. Dann ziehen wir mal so ein Stückchen hoch. Und dann schließen wir das noch ab mit einem Blättchen. So. Und weil wir hier so in der komfortablen Lage sind, nicht in unserer großen Mitleiderstadt zu sein. Ich habe keine Ahnung, wo hier der Wind weht. Ich denke mir, wir lassen den Wind jetzt einfach mal aus dieser Richtung wehen. Dann sieht man auch schön da im Hintergrund eine Brücke, dann sieht man den Qualm von der Brücke aus. Was ja auch cool ist. Das heißt, hier steigt so ein Rauchfähnchen auf und dann hat das Hütchen da hinten seinen Kamin. Der wird, wie gesagt, nicht wirklich funktional. Wir können dann hier dieses Ding auch wieder reparieren. Und dann können wir uns noch überlegen, wie wir das optisch gestalten. Und hier würde ich das tatsächlich noch ein bisschen breiter machen. Und tatsächlich nach hinten rausziehen. Und dann könnte man hier... Warte mal, lass mich kurz überlegen. Wie könnten wir am besten machen, dass das irgendwie so kaminig aussieht, ohne kaminig zu sein. Und da werden wir mit einer Fackel arbeiten. So. Da haben wir schon mal ein bisschen so Licht und sowas. Und da holen wir uns hier jetzt gerade einfach einen Braukessel. Den hängen wir da drüber. Der leuchtet schon schön. Und wie hängen wir den auf? Weiß ich noch nicht genau. Aber wir brauchen auch noch, damit das so ein bisschen noch die Illusion besser ist, das sieht noch nichts aus, brauchen wir hier, das Loch muss auch noch weg, keine Frage.
Dann brauchen wir hier noch was. Und zwar müssen wir dann auch tatsächlich... Ups, das ist hübsch. Sondern tatsächlich noch hier das mal gerade schnell machen. So, das hier gefällt mir auch noch nicht richtig. Das heißt, das kommt so. Und das kommt so. Und der jetzt... Brauchen wir da draußen noch schnell mal was? Das irritiert mich sonst. Da ist hinten hier so der Kamin. So, dann ist der dazu. Gar nicht so großartig, ne? Passt ganz gut in die Wand rein. Ist ja auch vorstellbar, die haben ja oft so Kamine gehabt. So, wie hängen wir jetzt dieses Dingens auf? Und meine erste Intention wäre hier so ein Klassiker, irgend sowas. Das geht. Ne? Man könnte auch eine Barriere setzen und das aufhängen. Das geht auch, eine Barriere, also ich rede hier von einer Barriere, du weißt gar nicht, was ich meine. Das sieht aus, als wäre es ein Wasserhahn. Also, ich gebe jetzt mal dem Spieler eine Barriere. So, das gibt uns die Möglichkeit, dass wir zum Beispiel eine Leiter zum Aufhängen benutzen. Na, so, jetzt. So zum Beispiel. Könnte man das machen, dass der so aufgehängt ist. Wäre eine Option. Also kann man so machen zum Beispiel. Wir haben noch viele andere Möglichkeiten im Laufe der Zeit benutzt. Man könnte jetzt aber auch einfach da hingehen und sagen, ja, steht halt da. Eventuell könnten wir sogar noch hingehen und da möchte ich jetzt mal gerade mir das nochmal kopieren. So, und könnten hier noch die Platte drüber machen und dann steht es halt wirklich da. Der Topf. Ne, und köchelt. Und wir haben halt ein wirklich hitzefreies Feuer. Hitzefrei nicht im Sinne von, du darfst jetzt nach Hause gehen, weil Schule aus ist. Nein, sondern im Sinne von wirklich hitzefrei. Ne? Da ist keine Hitze. Da sieht ja jetzt natürlich alles noch nicht so ganz optimal aus. Und ich würde auch tatsächlich hier oben diesen Teil da noch so ein bisschen abstützeln. Warte mal. Ach, das ist jetzt hier hingewandert. Der mir ist umgeräumt. Minecraft 1.12 ist umgeräumt. So, jetzt haben wir hier den Kamin. Da kann man auch kochen. Der kocht da jetzt schon mal. Und jetzt machen wir gerade, wenn wir schon dabei sind, machen wir nochmal weiter. Wenn wir Wasser irgendwo unterbringen wollen, dann haben wir da verschiedene Möglichkeiten auch. Und mittlerweile haben wir eine Möglichkeit, die relativ platzsparend ist, auch für Waschbecken. Ich zeige es jetzt nochmal hier, ich werde es jetzt nicht benutzen. Ja, das hat ganz wunderbar funktioniert. Wahrscheinlich hänge ich jetzt hier in der Ecke. Nein. Du kannst ja mittlerweile dir auch Wasser durchaus statt in einen solchen Behälter auch in einen solchen Behälter füllen. Ich weiß nicht, ob dir das bewusst war. Das ist jetzt natürlich bescheuert, weil das ist dann sehr wackelpuddingartig, aber so funktioniert das wunderbar. Na, funktioniert auch gut, wenn du jetzt irgendwie eine Küchenzeile daneben baust. So, hast dir ein Wasserbecken. Das geht schon, also das kann man machen. Wir wollen das nicht, wir werden jetzt abgetrieben. So, und ich gehe jetzt mal dahin in der Art und werde auf ein Wasserbecken erstmal verzichten. Warum plätscherst du so lange nach? Wir machen das nämlich anders. Wir machen das einfach nur per Imagination. Ne? Also sprich per Vorstellung, dass wir ein Wasserbecken hätten. Da denke ich mir, machen wir uns einfach hier. Wo hänge ich denn da? Irgendwo hänge ich. So, wir machen uns hier einfach so ein Becken. Und wo wir schon die Klappen noch dabei haben. Warte mal so. Na, das ja, so richtig gefällt mir das nicht. Wir machen das anders. Andere Imagination. Wir haben hier ein Wasserbecken stehen. Und zwar ein solches. Da, hier ist der Deckel, da ist das Wasser drin. Kann man sich gut vorstellen, ne? Gut, dann kommt hier neben auch noch was. Vielleicht tatsächlich sowas wie eine kleine Küchenzeile. Und passend zu der Küchenzeile, Klassiker, irgendwas gibt es da in fast jedem TP. Bei Chroma Hills gibt es da so einiges. Ach so, ich muss das drüber hängen. Das hier oder aber... Da. Also das hier oder das hier, ja, oder... Oder auch das hier. Oder das hier. Oder das hier. Das kann man sich also aufhängen. Da geht jetzt ja leider nichts hin, aber man könnte hier oben noch, wenn wir das irgendwann kriegen, weil jetzt hätten wir sie gern, hätte ich gerne den... Ah. Ja, wunderbar. Das ist auch immer der Punkt, der immer kommt beim Bilderaufhängen, ihr kennt das. So, nochmal weitermachen, weiter... Au, da war er, scheiße. Ha, Bilderaufhängen, on screen. Na komm.
Na komm. Na komm schon. Alter. So. Jetzt haben wir das hier. Wir haben hier noch keine Sitzmöglichkeit. Ne? Wir haben hier eine Küchenzeile, wobei die Küche noch einen wesentlichen Nachteil hat. Einen ganz, ganz wesentlichen. Also das hier nicht nur ein Basic-Tutorial. Das hier ist jetzt tatsächlich auch mit Einrichtung, weil sowas Kleines hier nicht einzurichten wäre eine Schande. Ne. Das machen wir nicht. Wir machen das andere. Wir verpassen eben eine Klappe. Ich habe nämlich gerade alles da. Ne, das geht so nicht. Ups. Das ging doch mal. Kommt das jetzt nicht mehr raus? So sah das nie aus. Na, dann nehmen wir eben das hier. Das geht auch. Das ist einfach so ein Klapp. Genau, das geht noch. Da kann man sich gut vorstellen. Da ziehst du dann, geht die Schublade, also das Fach auf. Du kannst auch als Schublade, als Tiefe nehmen, so malmartig, ne? So. Aber wir machen das jetzt so. Hast du hier eine Klappe, kannst du was rausholen. Ach ja, und wenn wir schon da stehen und so nutzlos sind, kriegst du ein Schneidebrett. Sieht auch nochmal gut aus. So, jetzt so vom Gefühl her, da wir ja hier so reinkommen, aber dann würde ich aber auch tatsächlich eher so, da ist die Tür, das ist so ein bisschen hier die Ecke, dann würde ich da so sitzen und wohnen, ne? Und sitzen und wohnen ist gut. Wir nehmen, in dem Fall, weil wir ja draußen haben wir das zwar, aber hier drinnen nicht, können wir uns hier in so ein dunkles Holz, das wird mir zu eng, also jetzt ein bisschen mehr nach da, da ist Wasser dahinter, okay, es geht aber. So, und dann machen wir einen ganz einfachen Standardtisch. Der Klassiker jedes Minecraft-Bauers, sage ich mal, wenn man mal schnell einen Tisch braucht. So, das heißt, du kommst hier rein und dann hast du hier hinten noch. Weil ja, und da haben wir Möglichkeiten mittlerweile, ja. Was passt denn ganz gut? Aber ich glaube, wir wollen hier gar nicht so farblich eskalieren. Aber da wir hier so im Wald sind und irgendwie würde ich mir schon so ein richtig schönes grünes Bett wünschen. Für den Holzfäller. Ja, das ist Default, ich weiß. So, und Klassiker für kleines Design noch eine kleine Holzkiste. Da könnten wir auch hier noch einen hinstellen. So. Das sieht doch schon mal ganz wohnlich aus, soweit. Kann man anbieten, finde ich schon. Wir machen jetzt noch irgendwo, wenn es geht, ein Bildchen. Was irgendwie, da könnte eins hin. Ja, danke. Mhm. Wenn das rote. Hat er so ein Banner da hängen, warum auch immer, ne? Ein Banner. Und er kriegt hier noch einen Eimer, in dem Falle kein Kopfeimer, wie wir das oft machen. Das ist einfach so ein Eimer neben die Tür, aber in der Regel wird er wohl völlig das Mülleimer, zum Pinkeln geht er wahrscheinlich eher raus. So, das ist jetzt natürlich sehr schlicht, ne? So Holz in Holz. Ist schwierig, so das erstmal so überhaupt anzubieten, ne? Aber wenn man sich immer vorstellt, es ist ja ein Blockhaus und die sehen halt so aus, so ein bisschen, ne? Also das ist eben so. Und da hängen wir einfach hier noch so ein paar Träger dazu. Ich bin gerade mal am Testen. Wir waren also jetzt mal kurz innen, jetzt machen wir nochmal draußen weiter. Das ist das typisch Ungeplante. So. Ich glaube, das kann man sogar machen. Das macht nichts falsch. Mal da oben noch eins reinhauen. Und vielleicht hier und hier noch so. Da geben sie irgendwie das Gefühl, dass da noch was fest ist. Na, das sieht ja an den Stellen nicht so gut aus. Da oben, das mag ich auch nicht. Ich bin aber auch hiermit noch nicht im Frieden. Das muss ich ehrlich sagen. Mit dieser Stirnseite. Und jetzt dachte ich mir, dann bauen wir hier noch ein kleines Muster dran. Das ist jetzt also optional, ne? Also das ist einfach so nochmal so. Ja, beziehungsweise, wenn wir schon dabei sind, gerade hier vorne, probieren wir was. Wenn man ihm hier so ein Dächelchen dran setzt, ich habe keine Ahnung, das funktioniert, du wirst mich gleich erschießen. Oder ich erschieße mich, das kann auch passieren. So. Dann hat er hier noch so die Möglichkeit, so unter dem Dächelchen zu sitzen. Finde ich jetzt eigentlich sogar ganz cool, hätte ich jetzt nicht gedacht. Hätte ich jetzt echt nicht gedacht und dann nehmen wir an der Stelle uns aber nochmal ein anderes Holz. Wir haben jetzt nicht mehr viel Auswahl, weil vieles funktioniert nicht gut. Bei mir flackert das Licht, das ist besorgniserregend. Und dann kriegt er hier noch so eine kleine Sitzbank hin, was ja eh total gemütlich ist, wenn du da so sitzen kannst. Ja, da kann man sich jetzt auch noch einfach so aus Spaß. Das ist jetzt also wirklich nur noch ein Witz im Grunde, so ein kleiner Gag. Hat er sich das da hingestellt, ne? Und dann sind wir hier schon richtig, glaube ich. Wo ist es? Da. Hat er sich da hingestellt, der Holzfällermann oder wie auch immer. Und da lehnt so seine Angel an der Wand. Das geht auch, glaube ich, nur
so von, na, es könnte auch noch, dass es so steht. Das ist aber jetzt auch ein bisschen Geschmackssache. Da lehnt seine Angel an der Wand. So, und jetzt haben wir hier ein wunderbares kleines Holzhaus mit allen Schwierigkeiten, die es so mit sich bringt. Sprich, hier natürlich auch noch, und ach, da siehst du hier die Veranda, da ist auch noch Laub drunter. Jo, da kann man da so hochgehen. Und hier müsste auch noch so ein bisschen Laub hin und vielleicht ist hier in der Ecke auch noch was. Da machen wir hier noch ein bisschen mehr, großzügiger. Da liegt noch mehr Laub. Und ach so, ich habe noch was Wichtiges vergessen. Tatsächlich, wir hatten die Spinnenweben heute schon mal auf der Tasche, aber da war es noch rau. Aber hallo, Holzfäller, der putzt doch nicht oft. Da oben geht der Kamin raus und das ist schon mal schön, da passt einer gut hin. Da oben in der Ecke ist ein bisschen doof, über dem Bett ist auch irgendwie eklig, ich weiß nicht. Dann vielleicht doch da oben. Sieht man nicht. Braucht man auch nicht. Braucht man nicht irgendein System mit belasten, wenn man es eh nicht sieht. Und neben der Tür direkt, finde ich auch schrecklich. Vielleicht reicht auch eins. Möglicherweise reicht eins. Und dann können wir hier unser schönes Leben im Wald machen. Ja doch. Da kann ich durchaus mit leben, mit dieser Holzfällerhütte. Vor allem halt auch mit diesem doch nicht so üblen Grasdach. Da könnte man jetzt noch, falls einem das irgendwie unheimlich ist, könnte man jetzt noch irgendwie anfangen, so irgendwie sich was reinzuklöppeln. Ne? Das lasse ich jetzt bewusst mal weg. Aber was ich jetzt noch mache, einfach weil das da so wächst, ich pflanze ihm noch so ein bisschen Zeug aufs Dach. Ich das auch toll finde, dass das geht. Und so Hütchen habe ich durchaus auch schon in meinem Leben gesehen, die so ein bisschen verwachsen, bewachsen sind. So, fertig. Das war's jetzt aber wirklich. Na, sind wir doch in einer halben Stunde geblieben. Du hast noch die Anmoderation plus. Und ich mache jetzt die Abmoderation minus. Danke, dass du dabei warst. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal im Studio Winter mit dem Tutorial Minecraft Basic, Basic Minecraft Tutorial, Minecraft Tutorial Basic oder auch mit einem anderen Video. Schau mal bei www rein und bei den Let's Plays von Lucrezia und was wir alles haben, Mod-Vorstellungen und. Heute gab es ein Blockhäuschen. Ich hoffe, es gefällt euch so. Ist ein bisschen einfacher als sonst, aber auch irgendwie ein bisschen komplizierter. Faszinierendes Teil. Ich mag's und verabschiede mich an dieser Stelle von dir. Danke, dass du dabei warst. Ciao. Jo. Ach, schon wieder. Ich rede mit dem Moos Bentmann drauf.